Hallo aus Bulgarien. Wir haben Mats, unsere Reihe geht weiter. Was wird vorgezogen? Januar, Februar habt ihr ja vielleicht schon geschaut. Jetzt im Mats gibt's einiges. Und dann geht's mit der Vorzieherei im Haus echt langsam am Ende zu. Unmengen. Brokkoli zum Beispiel. Fangt an im Mats. Dann. Ich probiere mal, ich ziehe Kapuzinergresse mal vor und ein paar Samen, die kommen dann auch direkt in der Gatter im April. Also im April direkt in der Gatter und jetzt ziehe mal ein paar vor. Kürbisse fange ich jetzt auch schon an vor zum Ziehen. Das Witzige ist, wir essen keine Kürbisse, wir bauen sie aber in Unmengen an für unsere Schweinis. Steckrübe ist aber direkt aus Saat, gell? Ja, Steckrübe ist direkt aus Saat. Haben wir noch nie gemacht, probieren wir mal aus. Palmkohl. Das ist ja wie Grünkohl, bloß in groß, gell? Gut. Dann haben wir aber auch Grünkohl. Grünkohl ist wie Palmkohl, bloß in klein, gell? Ja. Ich so ein Schatz. Mir fällt gleich alles runter jetzt da. Jetzt habe ich so fette Schenkel und hatte. Also nochmal Kapuzinerkresse. Nein, das ist wie. Was ist denn das? Zucchini habe ich den Samen in Bulgarien gekauft. Zucchini. Und da habe ich noch Gewürzgurke. Das sind die zum. Du bist so gut vorbereitet, das ist unglaublich. Gewürzgurke, das sind die, wo man Essiggurke draus machen kann. Habe ich der Oma übrigens etliche Päckchen über, weil die kann das besser. Zucchini, nochmal. Klar bin ich gut Ja, vorbereitet. Traum. Ja, jetzt gib mir Ruhe. Rote Beete vorziehen oder Neu, direkt? direkt. Also, direkt. Dann haben wir Muskatkürbis, dann haben wir Porree. Ich habe aber schon Sommerporree. Was? Sommerporree? Porree? Wahrscheinlich ist der dann für den Winter eher Porree. Gurke. Ganz normale Salatgurke. Will Hase ausprobieren. Da hat er Sonnenblumenkernler hat er gekauft. Und die gucken wir mal, die pflanzen wir einfach ein, ob da wirklich Sonnenblumen draus werden. Nochmal Kohl, Kohlrabi immer wieder, jeden Monat, bis irgendwann rum ist, weil ich brauche ja keine 20 Kohlrabi auf einmal. Nochmal Kürbis, das ist dann dieser Butternut-Kürbis, Weißkraut. Da haben wir nochmal Essiggurke. Patisson-Kürbis. Die sehen aus wie UFOs. Nochmal Brokkoli. Dann habe ich geschenkt gekriegt von einer Freundin. Wilder Mangold. Ich probiere den aus. Ich finde das witzig. Einfach mal ausprobieren. Da haben wir Sonnenblumenkerne, da steht drauf Amadeus, weil die im Schweinegelände gewachsen sind. Da haben wir Kerne genommen. Amadeus. Dill brauche ich immer, Dill ist wichtig. Und natürlich auch, ja, Salate, Kopfsalat, Pflücksalat und so weiter. So alle 2 Wochen immer ein bisschen Salat. Ich, dass ich jetzt da 20 Köpfe Salat auf einmal habe, kann kein Mensch essen. Dann Mangold bunt. Und dann habe ich irgendwo auch Mangold rot. Da. Ja, fall halt runter. Wird auf jeden Fall auch, also der wird vorzogen. Brokkoli, Porree. Muskatkürbis, ja, nochmal Blumenkohl, der späte Blumenkohl dann und Basilikum.
Basilikum. I ziehen vor, bringen der Oma nüber, ihr Basilikumbusch, gebuff. Bei mir geht der Ei, 2 Jahre schon, hat Oma immer Spaß dran. Ja, das sind etliche noch drin, doppelt. Da ist jetzt nichts mehr, nee. Nee, Pastinake, das haben wir auch noch. Probieren wir auch aus. Ja, da wird jetzt, das wird vorzogen, dann ist aber auch langsam gut, denn ich habe keine Fächer mehr, keine Aussaatschale mehr dann und ich habe keinen Platz mehr. Im März wird aber noch einiges nicht nur vorzogen, sondern das geht direkt raus in der Gatter. Und da haben wir nämlich auch schon angefangen. Und da gehen wir jetzt nämlich raus in der Gatter. Und dann nehme ich die Kamera und Hase zeigt, was wonach kommt, was er schon geschafft hat. Der hat echt buckelt, gell? Was er schon geschafft hat und was schon drin ist und wo das nachkommt. Kommt. Bis gleich im Gatter. Tschüss! Ja, und Servus, liebe Begleiter, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Beides in einer Folge, einmal Alexandra dreht ab und einmal ein reguläres Video und wir befinden uns hier, wie unschwer zu erkennen, an dem Hochbeet, was ihr ja schon kennt. Und daran ist auch zu erkennen, dass, obwohl es heute nicht ganz so warm ist und nicht so sonnig ist, die Sachen doch wesentlich besser kommen mittlerweile. Also die Temperaturen gehen nach oben und ja, es fängt an, Spaß zu machen, auch im Garten was zu machen. Ja, und was ich unter anderem im Garten gemacht habe, seht ihr hier. Wir haben ein Feld umgefräst und ich weiß nicht, ob ihr es da hinten erkennen könnt, da ist ein Stecken in der Erde. Bis dahin sind auch schon Kartoffeln gesetzt. Von da bis drüben, wo es nicht mehr gefräst ist, sind jetzt Kartoffeln in der Erde und dürfen vor sich hinwachsen. Da hinten in dem hinteren Bereich wird ein Maisfeld hinkommen für unsere Schweinis und da werde ich auch dieses Jahr zum ersten Mal versuchen, Silage selber zu machen. Da bin ich auch schon drauf gespannt, ob ich das hinkriege. Und der restliche Bereich von diesem ganzen Teil wird dann aufgeteilt in verschiedene Felder für die verschiedenen Gemüsesorten. Vor die Kartoffeln kommen nochmal rein, abwechselnd mit Zwiebeln und Möhren. Und ab da geht es dann weiter mit den ganzen bunten Beeten, wo die Salate und das ganze Zeug dann ihr Zuhause finden. Und da muss ich noch was zeigen. Hier vorne hat es nämlich auch schon einen Stecken. Und da hat die Alexandra was gepflanzt. Und zwar dicke Bohnen. Dicke Bohnen, ne? Für wen? An wen geht dieser Gruß mit den dicken Bohnen? Sag! Ja, sag halt. An Klaus und Dani. Sag nochmal Bohnen. Dicke Bohnen, ne? Dicke Bohnen jetzt, ne? Wollen wir mal gucken, wie die bei uns werden. Wir können ja so eine kleine Challenge machen. Dicke Bogen-Challenge. No? Aber ihr seht, das Feld ist vorbereitet und jedes Jahr träumt man davon, dass die ganzen Beete auch so schön sauber bleiben, wie sie im Moment sind. Meistens sagt die Natur, zeigen wir dir schon. Ja, da musst du echt dahinter sein, um das alles frei zu halten. Aber ist natürlich auch jetzt für uns wiederum ein Experiment, wie viel Anbaufläche brauchen wir wirklich, um die Tiere zu versorgen, um uns zu versorgen und halt auch bei einer Größe zu bleiben, um nicht Sklave seines eigenen Gartens zu werden. Also es ist schon wichtig und wir probieren viel vor. Ja,
merkt man dann doch die Meeresnähe, dass immer wieder ein Wind geht. Ja, wir sind zwar 40 Kilometer vom Meer weg, aber ab und zu fliegen hier auch mal Möwen und naja. Gut, also, wir nehmen euch natürlich jetzt dieses Jahr ganz hoch versprochen, dieses Jahr immer wieder mit bei der Entwicklung von diesem Stück, von unserem Grundstück. Und im nächsten Teil, denke ich, machen wir nochmal wieder ein Update von den Stecklingen, die wir gemacht haben. Also von allen Stecklingen, dass ihr seht, wie die sich entwickelt haben. Plus, wie die fette Henne sich entwickelt hat. Die Stecklinge vom letzten Jahr sind ja mittlerweile im Garten gelandet. Und in der nächsten Folge zeige ich euch, was daraus geworden ist, ob sie angegangen sind und wie sie sich weiterentwickelt haben. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Däumchen nach oben, wenn dieses Video für euch geil war. Und auf die Glocke drücken, dann kriegt ihr immer eine kleine Meldung, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und bevor mich der Wind hier komplett umbläst, sage ich schon mal, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.